Das Thema meiner Bachelorarbeit lautet Design Time Variability in Component and Connector Architectures. Im Laufe dieser Arbeit habe ich Monty-R-Komponenten mit Features erweitert und jeder Komponente für die Feature ein Feature-Modell zugewiesen. Die Feature stellen Entscheidungen zu Funktionalitäten dar, die bis zur Designphase aufgeschoben werden und dort mithilfe einer Konfiguration entschieden werden. Für die Realisierung wurden drei Sprachen erschaffen. Eine, die Monty-R-Komponenten um Features erweitert, eine, die Feature-Modelle textuell beschreibt und die letzte, um eine Konfiguration darzustellen, welche Feature man im Endprodukt haben will. Die Bachelorarbeit behandelt, wie ganze Architekturen mit diesen Features und Feature-Modellen realisiert und wie die Komponenten am Ende wieder zurück zu normalen Monty-R-Komponenten transformiert werden können.